great to be here. It is the first time that I visit Frankfurt, and I'm really happy to meet so many new friends. Asimo erhält diesen Auftrag nun über mein PDA. Ich brauche nur noch Enter zu drücken. I'm going to the bar. Asimo weiß ganz genau, wo er die Getränke bekommt, weil der Standort der Bartheke bereits programmiert wurde. Mr. Barnum, I'm here to receive two tea and orange juice for Mrs. Jenny. I'm receiving a drink for Mrs. Jenny. Okay. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to Mrs. Jenny. I'm going to the table. Asimo führt diese Aufgabe vollkommen selbstständig aus. Wenn er ein Tablett trägt, dann geht er natürlich langsamer, um die Getränke nicht zu verschütten. Und zwar 1,6 Kilometer die Stunde. I came for delivery. I brought you tea and orange juice. Beachten Sie diese wundervolle Bewegung dank der kinästhetischen Sensoren an seinen Handgelenken. Weiß Asimo ganz genau, wann das Tablett auf dem Tisch steht und wann er es wieder loslassen kann. Thank you, Asimo. Sie haben jetzt gesehen, dass Asimo sehr gleichmäßig laufen kann. Aber Sie kennen Honda. Und Sie können sich sicher vorstellen, dass unsere Ingenieure diese Technologie bis an ihre Grenzen ausgereizt haben. Sie gaben Asimo die Fähigkeit zum Rennen. Rennen unterscheidet sich dadurch von dem, dass Asimos Füße für einen Sekundenbruchteil vom Boden abheben. Asimo, would you like to demonstrate your running capabilities? Ja, wie ich sehe, wärmst du dich auf. Das ist sehr gut, das vor dem Sport zu machen. Okay, Asimo, whenever you're ready. Well done, Asimo. Er ist gerade 6 Teile gerade ausgerannt. Ja, das ist ein Applaus wert. Ich nehme auf. Asimo, you seem to be very interested in the new Civic, aren't you? Yes, Jimmy. I have been told that the handling of the new Civic is impressive. I would like to drive it. Aber Asimo, du kannst doch gar kein Auto fahren. Ich bin sicher, er hat gar keinen Führerschein. Och, Asimo, sei nicht traurig. Eines Tages wirst du sicher in der Lage sein, das von der Fahrvergnügen auszuprobieren, hm? Einige von Ihnen fragen sich jetzt vielleicht, wozu man einen rennenden Roboter braucht. Die Antwort ist ganz einfach. Dabei sein Weg kreuzen. Sehen Sie selbst, was passiert. Asimo, would you like to go to the stairs, please? Okay. I can't proceed, since the path is being blocked. Haben Sie gesehen? Und erst wenn ich aus dem Weg bin, wird Asimo weitergehen. Asimo, can you climb these stairs for us? Okay, go for it. Ihm ist nicht schwindelig über sowas. Er muss erst seine Position berechnen, um
Natürlich wissen wir, dass er nur eine Maschine ist und auf der Basis seiner Sensoren agiert, aber ist es nicht typisch menschlich, unsere eigenen Gefühle? Sehen Sie, wie behutsam Asimo seine Hand und seine Finger bewegt? Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen zu zeigen, wie Asimo in der Lage ist, auf Veränderungen seiner Gleichgewichtslage zu reagieren. Dank der Sensoren an seinen Handgelenken kann er reagieren, wenn er geschoben oder gezogen wird. Sehen und hören Sie selbst, was passiert. Ups. Ups. Haben Sie gesehen, Asimo reagiert eigenständig. Thank you very much. Thank you, Asimo. Siehe, die korrekte Position einzunehmen und zu spielen. Beachten Sie erneut Asimos Fähigkeit, bei dieser Übung das Gleichgewicht zu behalten, insbesondere wenn sein Fuß den Ball trifft. Okay, Asimo, I'm ready. Gucken ziemlich viele Leute zu, ne? Ja. Technologie beeindruckt.